gut. So, wir sind auf Magny-Cours. Ich glaube, das ist der 19. Grand Prix von 23. So viele sind es nicht mehr. Jagge und ich sind im Topsplit. Er startet von P3 und ich von P9. Ich wünsche allen viel Spaß. Wir sind konzentriert. Es geht los. Wir fahren gelb, rot, rot. Martin, viel Erfolg. Vielen Dank. Das ist echt ungewohnt hier vorne. Der Crewchief macht mir auch nochmal Druck. Der sagt, er erwartet, dass wir ums Podium kämpfen. Was soll er auch sonst sagen? Kalte Reifen, denk dran. Yep. Kolaczynski startet auf Rot vor mir. Der 7. Mit denen hatten wir auch immer mal wieder Fights. Larsen Dein Lenkrad ist richtig rum? auch. Wie bitte? Dein Lenkrad ist richtig rum? Yep. Auf schöne 70. Wer steht hinter mir? Ja, das war Kolaczynski, der ist direkt gecrashed beim Start. Ich konnte rechts vorbei. Bin auf P3 geblieben. Ach, mein massives Untersteuern. Position verloren. Kämpfe wieder gegen Boyd in P7.
18.1 gefahren. Komisch. Mit der, nee, der DRS war ja noch nicht, ne? Nee. Oh. Siebzehn zwei mit DRS. Zweimal. War niedrige 18er, ich bin zufrieden. Sind sechs. Strecke scheint sehr schnell zu sein. Ja, 17.4 bin ich gerade gefahren, aber noch mit einmal DRS.
17.2 ohne DRS gefahren, aber die fahren mir vorne weg. Ja, irgendwas ist richtig krass auf der Strecke, was Speed angeht. Ich habe nur eine 18 gefahren. Vier bei mir. Nice. Bekommst schon DRS? Ja. Danke. Eric Fischer wieder.
Der Überrunder blockt mich ab in der Spitzgehe. Ja, der andere hat mich auch. Der jetzt kommt bei dir dann. Jetzt bin ich aus dem DRS-Fenster gefallen. Das ist ärgerlich. Wann willst du auf Rot wechseln? 26. Becker hat gut vorbeigelassen. Die Hairpin viel besser als Boyd. Kannst du deine 17er noch fahren? Ja. Gerade 17,7. Jetzt 17,7. 17,9 bei mir. Hab das Gefühl, die Reifen lassen ein bisschen nach.
Ja, Vika war super. Wieder DRS. Zack. Ich hoffe, ich habe keinen Schaden. Ich bin Beut hinten reingefahren. Front Wing ist damaged. Ich fahre in die Box. Gehe auf Gelb. Klingt plausibel. Oh, mein Pit-Limiter war aus, ich habe ein Penalty. Katastrophe. Och nö. Gleich absitzen oder? Muss ich ja gerade absitzen, ja. Okay. Ich falle auf P13 zurück. Das ist schade, ich war gerade auf P6. Da war Beut echt blöd gefahren. Und ich ihm hinten rein. Scheiße. Move it, move it. Nach 14 wieder rausgekommen. Scheiße. Ich war so nah an dir dran. Ja, vor allem meine Rundenzeiten sind ein bisschen eingesackt gewesen. Aber jetzt war wieder 17,5, 17,6. P3 und 4 kämpfen vor mir.
Du bist hinter mir? Ja. Innen vorbei. Oh, Cat! Das war P3, ne? Gib dir ein paar Rauchzeichen, okay. Jetzt sehe ich die Strecke wieder. Wenn du mit deinen frischen Reifen vorbei willst, sagst du Bescheid, ne? Ich glaube, so weit kommst du. Die Kurve ist echt mein Nemesis. Schade, dass ich es mir durch diese Fehleingabe in der Box kaputt gemacht habe. Ich habe halt zweimal auf den Pitlimiter gedrückt. Ich fahre nur noch 18er Zeiten jetzt. Ich glaube, da ist vielleicht auch noch ein bisschen Restdamage vielleicht übrig. Ja, denke ich auch. Boah, frischen Reifen müsstest du eigentlich gut an mir vorbeikommen.
Das war P3, ne? Ja. Hat er Einschlag gehabt? Ja, ich glaube nicht. Oh, an dem wäre ich jetzt auch vorbeigegangen. Wie bitter. Er hat noch unruhige Räder. Komm rein. Hast du eine schlechte Box eingepackt? Oh, fühlen die Roten sich gut an. Drei Plätze will ich noch nach vorne. Drei Sekunden vor Charlotte. Wie bitte? Ich bin 3 Sekunden vor Charlotte. Volt muss irgendwas gehabt haben, der ist wieder vor mir. In der Box. Du bist in der Box? Er ist in der Box gewesen. Das kann nicht sein, weil es wieder nur 12 Sekunden sind und ich hatte eine 40 Sekunden Strafe. Seine Rundzeiten sind eingesackt nach dem Crash mit dir. Aber doch nicht 30 Sekunden. Er war auf einmal 20 Sekunden hinter mir dann. Er hat richtig Zeit verloren. Ballett hatte ja irgendwie einen Unfall oder ähnliches, ist jetzt 13 Sekunden hinter mir.
Welche Runde wechselst du das letzte Mal? Kleinen Moment. Äh, 47. Das heißt, ich muss 45 machen. Oh, das sind noch 25 Runden auf Boot am Ende? Ja. Ne, 22. 70 Runden, ich will 48, 47 wechseln. Hälfte des Rennens und ich denke, ich muss nur noch zu Ende fahren. Nach hinten hin sind es 15 Sekunden. Aber nur weil ich nicht mehr da bin. Ja. E2 ist 35 Sekunden vor mir. Ja, ist krass, ne? Thank you.
Beuth wieder mit Fehler. Sprich mit mir, wenn du nah rankommst. Ich bin im Fight gegen Larsen. Ja. Mein Plan ist, ihn vorher zu überholen. Hat ja schon mal geklappt. Sehr fair. Wir hatten hinten diesen blauen Pylon umgefahren. Das ist ein Referenzpunkt von mir. Mach mal ganz entspannt auf der langen Geraden. Gerne einmal kurz lupfen. Ja. Ich gehe links. Hast du Chancen, weiter nach vorne zu kommen? Soll ich dich ziehen mit Windschatten? Ich habe noch Chancen. Sappa ist ja vor mir. Der ist auch vor dir jetzt. Versuch dich im DS-Fenster zu halten.
Eine Gerade wird mir schon reichen. Und das ist Quatsch. Bin ja auf Gelb. Hast du? Ja. Habe ich. Ja, jetzt noch mich abknapp, ne? Das war schön knapp. Du bist da hinten safe? Ja. Neunzehn Sekunden. Und fahr links. Fischer wieder. 17,7, danke dir. Habe ich. Jetzt fährst du wahrscheinlich weg. Aber Zappa ist auch schnell. Okay, Charlotte ist doch langsam schneller. Ja, ja. Aber. Good sailing, hol dir den das Podium. Die Freunde sind schon reingekommen. 29 Runden dann mit denen. Kann es nicht sein, dass er jetzt vielleicht seinen roten Stint reingelegt hat und jetzt wieder gelb fährt? Nee, eigentlich fährst du zweimal rot hier. Was würdest du sagen, ist das Maximum für Rot? Ich glaube, dass er das jetzt fahren kann. Vielleicht auf unserem Niveau noch mal 2-3 Runden weniger, aber dann bist du halt genau bei den Punkten, ne? Ja. Dann würde ich jetzt nämlich auch reinkommen. Ja. Dann fährst du vielleicht wieder ran, dass wir wieder Windschattenspiele machen können. Das glaube ich nicht, aber ja.
Eine Sicherheitsrunde fahre ich noch. Ab in der Box? Nee, Maroon. Aber auch relevant für dich. Hoffnung wäre, dass ich dann Zappa vielleicht ein bisschen ein, zwei Runden wegfahren kann. Aufholen kann. We can't fix the damage, hat er mir gesagt. Seit dieser Saison sind die erweiterte Damage-Ansagen. Vielleicht halt wirklich, dass noch irgendwas am Auto ist, was sie nicht fixen können. Genau. Bin wieder auf P12 rausgekommen. Maroon 5 Sekunden vor mir. Die Ansage hatte ich auch noch nie. Race Control is happy. Wird's eine 8-Pferd-Saal jetzt, ey. Kannst du mit Rot fahren? Noch nix. Noch ein Fehler drin.
Sieht nach einer 16,9 aus. Sechzehn, neun. Ja, Maroon fährt mir aber weg auf 9. Silver Relange, den müsste ich noch kriegen vor mir. In der Box. Sekunden vor mir wieder rausgekommen. Ja, das kann ich leider nicht riskieren zu warten. Nee, das meine ich auch nicht. Hab ich nicht mal dran gedacht. Die kalten Roten sind ekelhaft. Thank you.
15,9 nimmt man, ne? Jo. Krassen DRS-Overtake jetzt gemacht. Meine Güte, war das eine harte Arbeit. Glückwunsch. Kaufgold ist vielleicht noch drin. Maroon fährt echt fix. Ja. Baptiste ist an mir vorbei.
So kriege ich Kaufvolk nicht. Ist gerade der schnellste Mann im Feld. Hab mich gedreht. Fahre weiter. Kaufvolk ist hier weg. Alles fährt echt noch fix. Wer? P4, Baptiste. Ja. Elf Sekunden bei 11 Runden noch.
consider 15.865. 10 Runden, 9 Sekunden auf Kaufbeutel, das schaffe ich leider nicht mehr. Arun mit Dreher. Oh. Und der 10 Sekunden jetzt mein Vorsprung.
Ohne meinen Spin wäre ich jetzt an Cowboy vorbei. Alles okay bei dir? Oh, Fokus. 6 Sekunden Vorsprung, aber der knabbert eine Sekunde pro Runde. Das ist kleiner Fehler und er ist dran. Ja. Oh, lass mich doch vorbei.
Bist du durch? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Am Ende waren unsere Rundenzeiten wieder fast gleich. ich habe noch richtig gepusht die letzten drei Runden auf Kaufhold und bin noch auf 2 Sekunden rangekommen. Obwohl, also den hätte ich locker gekriegt, wenn ich mich nicht gedreht hätte, als mich Saal überholt hat. Ja, guck dir, lass uns ein paar Sachen angucken gerne. Ja, teilst du im Discord? Ich kann im Discord teilen, ja. Sollte live sein. Aber den Start aus meiner Sicht. Warte. Gucken wir gleich nochmal die Shitshow. Was hat er da denn wieder gemacht? Ey, sind beide nach innen gezogen, ne? Kaczynski. Ja, aber trotzdem. Das ist halt so bescheuert. Aber ja, hast du direkt gut gesehen. So, und dann habe ich mit Boyd diesen ewigen Fight und dann kommt diese Runde. Runde 16. Ja. Bin, glaube ich, gerade so im DRS-Fenster. Ja. Ich war schon mehrfach dran, Runde 14, Runde 13 war ich, glaube ich, auch schon richtig nah dran. Und er hat immer gut verteidigt, meiner Meinung nach. So, und jetzt fährt er gleich so schwach. Aber gucken wir mal, ich bin selber sehr gespannt. Oh, der Körper ist richtig ekelhaft. Hast du den mal im Practice ein bisschen ausprobiert? Nee. Also ja, ich weiß, dass man da nicht drauf kommen sollte, aber es ist halt... Ich meine, was mache ich denn an der Stelle dann? Ja. Aber ich sehe halt auch nicht einen Fehler irgendwie bei ihm. Er ist halt scheiße gefahren und ich hatte Pech. Ja, ja. Ja, weil... Er versucht denn schon wirklich weit rechts zu bleiben, ne? Ne, ich glaube gar nicht, dass er es versucht. Das ist seine Linie, die er da gerade noch so gekriegt hat und dann fährt er halt weiter. Kannst ja mal da seine Cockpit machen, wie der Lenkrad-Einschlag ist, weil hier lenkt er schon ziemlich stark rüber, wo die Ideallinie eigentlich so diagonal gehen würde. Ich will einmal kurz gucken, was bei mir jetzt eigentlich genau kaputt geht. Na, wie ich das hasse. Wieso sind diese Buttons nebeneinander? Aber ich habe mir eigentlich nur die Nase so angeknackst. Aber weiterfahren wäre Quatsch gewesen, oder? Nee, fand ich genau richtig, den Call. Ist die Frage, ob der Knacks höher geht als... Oh, geh nochmal zurück. Was noch willst weiter? Du sehen? Noch weiter? Nee, Perspektive ist okay. Ah, nee. Die Aufhängung sah nämlich so gewählt aus. Ich dachte, das kommt dann auch davon. Super unglücklich. Krass finde ich, dass er anscheinend auch einen Schaden davon trägt, der ihn dann ja langsam mal gemacht hat. Was, wo wäre ich denn gelandet? Minus 40 Sekunden. Bei Zappa, ne? Auf 7 oder 6. Nee, warte mal. Kann ich jetzt schwer rauslesen. Müssen wir dann aus der anderen noch mal gucken. So, jetzt fahre ich gleich dann in die Box. Und dann habe ich den drinne. Fahre 5 Meter und dann merke ich nicht, dass er wieder draußen ist. Und beschleunige halt einmal auf 90. Und da ist es dann halt zu spät. Also hier ist alles safe
Jetzt merke ich nicht, dass ich ihn gar nicht habe. Können wir noch aus dem Cockpit zeigen. Das war halt echt scheiße. Da ist er drin und jetzt ist er draußen. Weil ja. Ich hatte ihn zu früh schon mal gedrückt. Hm. Mein Fehler. Ja, und am Ende gibt es eigentlich nur noch vielleicht das eine schöne Überholmanöver zu sehen. Ah, wann habe ich den denn mir ergattert? Oh, schwer zu sagen, weiß ich echt nicht. Hinten raus bin ich viele 17er gefahren, ein paar 16-9. Ne, das waren die hinteren. Gucke kurz einmal die 50er durch. Hier, den müsste ich ja irgendwann. Ja, dann ist es wahrscheinlich sogar das. Ne, das hier vor mir ist, glaube ich, der Drittplatzierte. Warte mal. Platzierter war ich. Ne, okay. Alles okay bei dir? Ja, ich bin ganz schön fertig jetzt. Ja, klar. Weil das war am Ende ganz schön Fokus und ich glaube, ich habe die Reifen dann ein bisschen überfahren. Mhm. Weil ich halt gemerkt habe, oh, er kommt pro Runde ungefähr eine Sekunde ran. Ich meine, das war hier ganz klassisch, aber es war halt vorher, drei Runden lang habe ich es mit DRS versucht und kam nie so dahin, dass ich gedacht hätte, okay, jetzt ziehe ich auch noch vor ihn. Hier habe ich ihm klar gemacht, dass er nicht zurückkommt. Aber war, denke ich, vollkommen in Ordnung. Ich bin dann nachher auch sofort weggefahren. Ah, sowas Blödes. Bei dir noch was zu sehen? Nee, eigentlich ein ziemlich langweiliges Rennen. Ja, langweiliger P3. Nein, weil, also am Anfang habe ich irgendwie 2-3 Plätze verloren, weil die waren klar schneller. Meine Quali-Runde war halt wirklich fast meine Opti. Das hat mir, glaube ich, ist mir zugute gekommen für die Startaufstellung. Start war okay, P3 gehalten. Und dann kamen aber die Schnelleren, die mir dann auch so ein bisschen weggezogen sind. Und ich habe dann vom Dreher von Baptist und von den Einschlag von Cut profitiert. Ja. Und dass du mit Boyd den Kontakt hattest. Ja, also ich glaube, Baptist hinter dir hätte ich halt auch nicht gehalten. Aber ich denke mal, wenn ich jetzt weiter gut durchgekommen wäre, hätte ich doch eigentlich auf P5 Jonathan Pearson, dass ich da gewesen wäre. Der ist auch am Ende nur ein Schwarzen. Was? Ich glaube, du wärst halt so vielleicht eine Zehntel langsamer gewesen ab Runde. Also wenn überhaupt eine Zehntel langsamer gewesen aufs Rennen pro Runde. Ja. Ja, und dann wäre ich wahrscheinlich P5 rausgekommen, ne? Ja, das wären halt irgendwie 7 Sekunden nochmal obendrauf auf die 5, die wir zu dem Zeitpunkt hatten, wären 12 Sekunden Abstand. Und das wäre halt wahrscheinlich P5, ja. Das wäre gut gewesen, hätte ich 64 i-Rating gekriegt. Habe ich aber nicht. Egal. Ich habe immerhin mein Ziel noch erreicht. Nachdem ich dann ja auf 13 zurückgegangen bin, habe ich mich zumindest noch auf P10 vorgekämpft. Ich denke, das ist eine schöne Sache. Die kann man auch auf jeden Fall hochladen. Also wenn ihr sie jetzt auf YouTube seht, lasst mal ein Like da für den guten Jagge, der da langweilig durchgecruised ist für euch. Und vielleicht habe ich ja auch was richtig gemacht. Und wenn ich was falsch gemacht habe, könnt ihr es mir auch in die Kommentare schreiben. Also bis zum nächsten Rennen, dann vielleicht auch wieder live. Was war das denn jetzt eigentlich? Magny-Cours, ist das auch in der Formel 1 gerade die Strecke? Nee, ne? Nee, das ist Katar. Da ist Dakar. Wo wahrscheinlich, wir wissen es nicht, Verstappen heute Weltmeister geworden ist, Fragezeichen? Ja, weiß ich auch nicht. Werden wir dann sehen. Weil heute war ja Sprintrennen und wenn er mindestens 3 Punkte, glaube ich, holt, ist er Weltmeister. Ich habe noch nichts gesehen von diesem Wochenende. Mal gucken. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Ciao.